Wie nimmst du im Moment die Rolle von WikiLeaks da wahr? Ich glaube, dass es WikiLeaks nicht gut tut, so eine so große Medienaufmerksamkeit zu bekommen. Ich glaube, dass es dem Projekt besser täte, wenn es langsamer wachsen würde mit weniger spektakulären Enthüllungen. Und ich bin darüber hinaus der Meinung, dass wir eigentlich nicht ein WikiLeaks brauchen, was dann auch so eine Art Monopolstellung hat, sondern eigentlich eine Infrastruktur von vielen dezentralen WikiLeaks, die einfach eine technische Infrastruktur zur Verfügung stellen, auf denen das Veröffentlichen von sensitiven Daten von öffentlichem Interesse möglich ist. Wie bewertest du die Zusammenarbeit von WikiLeaks mit mehreren internationalen großen Medien? Ich finde das sehr spannend. Ich finde auch, dass es sehr spannend ist zu beobachten, wie die verschiedenen Medien damit umgehen. Also die Resultate des Guardian sind ganz andere als die des Spiegel. Ich finde das ein interessantes Experiment. Tut es WikiLeaks gut, mit großen zusammenzuarbeiten? Ja, insofern, als dass das Thema oder das Anliegen dass das Veröffentlichen von solchen großen Datenmengen wichtig sein kann und im Sinne der Transparenz eine zu unterstützende Forderung ist. Ja, für dieses Anliegen ja, aber ich glaube, dass WikiLeaks vielleicht auch nicht die interne Struktur hat, um mit dieser Art von Öffentlichkeit und Erfolg umzugehen. Wie radikal muss man denn alle Daten, auch im staatlichen Bereich, also in dem Bereich, in dem du dich vor allem umschaust, wie radikal muss man denn die Forderung erheben nach kompletter Transparenz von Daten? Also das Open Data Network, in dem ich mich engagiere, schließt eigentlich grundsätzlich alle diese Daten aus, die von Gesetz wegen nicht für die Veröffentlichung vorgesehen sind. Und darunter fallen Daten, die entweder aus Gründen des Datenschutzes bedenklich wären, also wo Gründe des Datenschutzes gegen eine Veröffentlichung sprechen, aber auch Daten, die aus Gründen der Staatsräson oder aus Sicherheitsgründen eben nicht für die Öffentlichkeit vorgesehen sind. Und über diese Daten haben wir sozusagen erstmal ausgeklammert und gesagt, wir reden erstmal über alle Daten außer diesen. Und allein in dem Bereich gibt es noch viel zu tun. Also sicherlich könnte man später auch über Daten reden, wie zum Beispiel, also die bisher eher ausgeklammert sind, wie zum Beispiel alles, was im Bereich Lobbying anfällt, weil da stecken halt oft dann auch Daten von Firmen drin. Also es geht um Geschäftsdaten aus Firmen und da denke ich, wäre es gut, einen Schritt weiter zu gehen und sagen, also auch diese Daten, wenn Firmen mit unserem Staat Geschäfte machen, dann sind auch diese Daten eben, dann besteht auch an diesen Daten ein öffentliches Interesse, was wahrscheinlich den Geschäftsgeheimnissen der Firma überwiegen wird. Wenn solche Daten geleakt werden würden, wärst du damit einverstanden? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin absolut pro WikiLeaks. Es ist eine andere Baustelle, aber ich denke, dass es eine der Entwicklungen ist, die nicht aufhaltbar sind. Das ist einfach, die Zeit ist reif dafür.